So Leute, heute gibt es mal ein etwas anderes Video aus meinem Badezimmer. Ich habe hier meine Badewanne und ich werde mir jetzt gleich meinen Kopf abrasieren, weil meine Haare einfach durch das Blondieren so kaputt sind. Ich wollte sie mir eigentlich länger wachsen lassen, aber das ist leider nicht möglich. Also klar könnte ich schon und immer nach und nach wegschneiden, aber ich mache jetzt einfach komplett das Blonde weg und werde dann halt von vorne anfangen lassen. Also meine Haare wachsen zu lassen. Ich dachte mir, Lockdown ist sowieso, von daher sollte es kein Problem sein und ich werde mir jetzt einfach die Haare abrasieren. Wir sehen uns gleich. Ich weiß absolut nicht, ob der das schafft, aber ich werde es jetzt rausfinden. Ich habe halt legit kein Gefühl, ich werde mich jetzt auch nicht umdrehen, wo ich Haare darf und wo nicht. Puh. So, Leute, seid ihr gespannt auf das Ergebnis, wie es jetzt letztendlich aussieht? So sieht's aus. Ich muss hier und da noch ein bisschen nacharbeiten. Ich habe jetzt hier, weil ich das Headset auf hatte, so eine leichte Kante drin. Ja, ich bin schon zufrieden damit, dafür, dass ich das selber gemacht habe. Aber ich werde halt, wie gesagt, nochmal mit dem Rasierer überall ein bisschen drüber gehen und das versuchen auszubessern. Die Seiten werde ich wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen runter rasieren oder beziehungsweise runter rasieren lassen. Und ich glaube, jetzt sehe ich wieder aus wie ein Mensch. Ja, also die längeren Haare waren cool. Werde ich vielleicht auch nochmal machen, aber jetzt habe ich erstmal wieder ein paar kurze Haare zu haben oder kürzere Haare. Ja, das war es jetzt dann auch schon, Leute. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Mitschnitt von meinem Abenteuer gefallen. Ich kann immer noch nicht glauben, dass ich mir schon wieder den Kopf rasiert habe. Also ich mache das tatsächlich immer mal so phasenweise, dann fange ich einfach an, mir den Kopf immer zu rasieren. Aber Leute, haut erstmal rein. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Macht's gut. Bis dann. Ciao.